Hallo und Glück auf, liebe Erstsemester. Mein Name ist Johanna und ich begrüße euch zu den Couchgesprächen. Heute bin ich wieder mit meinem mobilen Wohnzimmer auf dem Campus unterwegs und habe mir neue und interessante Gäste eingeladen. Hallo, ich bin Tim und ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen im Master. Ich bin der Johannes, ich studiere im Bachelor Industriearchäologie. Bei Wirtschaftsingenieurwesen, was macht man denn da eigentlich genau? Also das Wirtschaftsingenieurwesen ist ein interdisziplinärer Studiengang. Das heißt, er kombiniert einerseits, wie sein Name schon sagt, die wirtschaftswissenschaftlichen mit den ingenieurwissenschaftlichen Inhalten auf der anderen Seite. Und was kann man dann damit machen oder was fasziniert dich daran so sehr? Also was mich daran fasziniert, ist wie gesagt die Tatsache, dass es halt diese beiden Fachbereiche miteinander kombiniert. Das heißt, man kann sich zum Beispiel, wie ich es gemacht habe, auf Maschinenbau vertiefen, hat aber auf der anderen Seite noch die wirtschaftswissenschaftlichen Inhalte. Und das qualifiziert einen natürlich auch dafür, später im Berufsleben an der Schnittstelle zwischen Technik und Wirtschaft zu arbeiten, was einfach sehr interessant und auch faszinierend ist. Alles klar. Industriearchäologie ist jetzt wahrscheinlich nicht so sehr bekannt. Kannst du vielleicht kurz erklären, worum es im Studiengang geht? Eigentlich ganz witzig. Man kann Industriegeschichte mit legaler Lost Places Fotografie sozusagen zusammenpacken. Also zum einen ist es halt Archivarbeit und natürlich Geschichtsbücher lesen und so weiter, alles was irgendwie mit Industrie zu tun hat. Man kann auch ein bisschen in die Wissenschaftsgeschichte gehen, je nachdem, wo man sich da ein bisschen vertiefen will. Und was halt auch dazugehört, zumindest im Bachelor, das sind die Projektseminare, wo man eben auch alte Industriebrachen dann, sage ich jetzt mal, so mit ein bisschen Abenteuer erkunden kann, eine Fotodokumentation macht und halt aufnimmt, bevor sie eventuell komplett einstürzen oder abgerissen werden. Würdest du den Studiengang also nochmal ergreifen? Definitiv. Also hätte ich früher gewusst, dass es diesen Studiengang überhaupt gibt. Er ist ja ein Orchideenfach hier an der TU Bergakademie. Hätte ich den wahrscheinlich auch vorher gemacht, bevor ich mit Chemie angefangen hatte. Dieselbe Frage an dich. Würdest du auch nochmal mit Wirtschaftsingenieurwesen anfangen? Klar, ja. Und einerseits ich dadurch auch in der Industrie schon sehr interessante Arbeitserfahrungen sammeln konnte, wo ich auch das gelernte Wissen dort ein Stück weit mit einbringen konnte. Insofern bereue ich diese Entscheidung auf gar keinen Fall. Alles klar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Gespräch und hoffe, ihr seid auch nächstes Mal bei den Couchgesprächen dabei, wenn ich neue und interessante Gäste eingeladen habe. In der Zwischenzeit könnt ihr euch immer auf unserer Website, der UniNow-App oder auf Instagram über aktuelle Termine und Veranstaltungen informieren. Ich hoffe, ihr seid dann noch nächstes Mal wieder dabei und bis dahin, Glück auf!